Anders als bei uns ist es in Spanien so, dass die Kinder ihre Geschenke nicht an Weihnachten erhalten, sondern am Tag der Heiligen Drei Könige, dem 6. Januar. Deshalb ist das für die Kinder der wichtigste Tag der Weihnachtszeit. Die Heiligen Drei Könige kommen in Terrassa mit dem Hubschrauber aus dem Himmel, haben, was weltweit einmalig ist, einen Assistenten, nämlich den Pagen Xiu Xiu. Der ist seit dem 26. Dezember in Terrassa unterwegs mit seinem Hofstaat, um die Briefe der Kinder mit den Wünschen an die drei Könige in Empfang zu nehmen. Wir sehen also jetzt erst den Pagen Xiu Xiu und anschließend die Königsparade, die durch ganz Terrassa geht auf sehr farbenfrohen, schönen Wagen. Und anschließend richten die Könige dann das Wort an die Bewohner und an die Kinder. Und werfen auch mit Süßigkeiten von den Wagen. Bei uns im Rheinland würde man sagen, der Zuchküt. So, hier steigt er aus dem Zug. Wir sehen, seinen Zugbegleiter hält schon den großen Korb. Auch er muss die Rolltreppe hoch im Bahnhof. Das Gefolge kommt hinterher. Und hier geht er raus aus dem Bahnhof, wird dann natürlich auch noch empfangen, mischt sich aber gleich unter die Kinder. Und das geht eben die ganzen Tage so, vom 26.12. bis zur Ankunft der Könige. So ein bisschen wie der Weihnachtsmann bei uns, ne? So, wir haben Aufstellung genommen an der Rambla in der Nähe der Markthalle. Von wo kommen Sie denn? Aber irgendwo ist schon Musik zu hören. Also an der Farbe ist zu sehen, dass das wohl das Gefolge von Xiu Xiu ist, den ich dann auch auf dem Wagen sehe. Ich werde gleich näher rangehen. Ihr werdet auch sehen, dass jeder der Könige jede Menge Entourage hat, ob das nun die Harems sind oder auch Pagen und Gefolge, das sind dann schon mal ordentlich Wagen voll. Go!
Das ist Melchior. Also da nähert sich nun Kaspar. Ach, sowas in der Art hätten wir gerne wieder gehört. Oder noch mehr davon. Thank you.
kommt Balthasar, sicherlich der schönste Wagen. Da ich nicht annehme, dass viele Katalan sprechen, da kam nämlich jetzt die ganze Wagenladung um die Ecke. Das heißt, die Könige steigen alle aus und gehen auf die Bühne, natürlich unter der Regie des Ersten dort, nämlich Chu Chu, dem Abgesandten und Wegbereiter. Man platziert sich dort, es wird über die Briefe der Kinder gesprochen, dann sind auch nochmal Abgeordnete der Stadt dabei und so nach und nach kommen die Könige alle auf die Bühne, ich glaube als letztes jetzt auch Balthasar. Ja, da ist er. Baltasar, endavant, benvingut a Terrassa. Doncs ja els tenim aquí, va, els hi fem un fort aplaudiment. Dir-vos, majestats, que les nenes i els nens de Terrassa aquest any s'han portat bé, han fet bondat i han entregat durant aquestes últimes setmanes les seves cartes al vostre emissari real, el patge Xiu Xiu, que ha fet una gran feinada, el patge Xiu Xiu, que va arribar el dia de Sant Esteve, que ha visitat tots els barris, tots els districtes, un patge emblemàtic a la nostra ciutat, fa 71 anys que arriba, i jo avui també voldria... Und nun zurück zum Bahnhof und tschüss.